Mein Morgen als 25-jähriger Multimillionär. Dieser Typ hat sich sicher auch schon auf YouTube, TikTok oder Insta reingespielt. Erfolgreich sein mit Dropshipping. Von dem träumen viele junge Leute. Dropshipping. Einfach erklärt, du hast einen Online-Shop, wo diverse Produkte verkaufst. Die Produkte hast du allerdings nicht an Lager. Die kommen direkt vom Lieferant, häufig aus China. Genau mit diesem Traum haben Dominik Gossweiler und Giuseppe Fiorentino von der Firma 3CC richtig abkassiert. Sie verkaufen teure Kurse durch fragwürdige Techniken. Es gibt keinen begrenzten Platz. Das ist eine komplette Lüge. Wir haben diesen Leuten sogar gratuliert. Du hast den Platz. Dabei hat man das bei jedem gemacht, der zahlen will. Aber es hat nur noch einen Mausklick gehabt. Wir waren einen Mausklick vor Unterschrift. Mit welchen Methoden haben sie so kurze Zeit so viel Geld verdient? Und was ist an diesen Versprechungen dran? Ich kenne ziemlich gar niemanden, bis auf ganz wenige, die überhaupt Erfolg haben mit dem. Am Ende hat es mir gar nichts gebracht, außer Geld zu verlieren. Ich muss zugeben, ich habe auch schon gedacht, wow, Dropshipping, das schnelle Geld, ganz einfach, das klingt nice. Aber wie sieht es bei dir aus? Hast du auch schon Werbung gesehen oder hast du dir auch schon selber überlegt, Dropshipping zu betreiben? Schreib es uns in die Kommentare. Es gibt in der Schweiz viele, die einem etwas über Dropshipping erzählen wollen, aber eine Firma kann man fast nicht ignorieren, weil sie das Ganze so gross aufzieht. Und das ist eben 3CC. Aber wie kann Dropshipping als Einzelperson funktionieren, neben so grossen Player wie Galaxus oder Brack? Das funktioniert über Werbung, damit potenzielle KundInnen überhaupt deinen Online-Shop finden. Dass zum Beispiel bei Google-Resultat dein Shop weit oben kommt oder dass es jemandem bei Insta reingespielt wird. Und die Shops sehen meistens wie normale Online-Shops aus. Dass es sich um Dropshipping handelt, sieht man meistens an den Produkten. Das sind häufig Produkte, die schon auf sozialen Medien am Trenden sind, wie zum Beispiel der Gameboy mit 2000 Spielen, ein leuchtender Duschkopf oder die Nasenstrips zum besser schnaufen. Mit Dropshipping schnell viel Geld verdienen, mit dem locken der Dominik und der Giuseppe, die Gründer von 3CC. Das vermitteln sie in ihren sogenannten Erfolgsinterviews, die sie mit angeblich erfolgreichen Kursteilnehmenden machen. Strange dabei ist, dass zwar nicht alle, aber einige davon auch bei der 3CC Group angestellt sind oder gesehen sind. So haben wir auch den Charbel gefunden. Er hat selber so einen Kurs bei 3CC gemacht und sagt, er sei jetzt einer der erfolgreichsten Dropshipper schweizweit. Mittlerweile bietet er auch Coachings für andere Dropshipper an. Number one MC, I already got it in the bag. I don't mean to brag. Everything you left, I already got it in the bag. Wie hast du die Kurs gefunden? Ich habe die Kurs gut gefunden. Also man lernt halt auch sehr viel einfach so über Marketing, wie kann man Werbung schalten. Ja, von dem her ist es wirklich gut. Aber E-Commerce ist so ein umfangreiches Thema. Da brauchst du x Stunden, bis du das Handwerk dann am Schluss wirklich kannst. Manchmal wird es auch so ein bisschen verkauft, dass man das einfach nebenbei machen kann, eigentlich nur neben dem Hauptjob, und das läuft dann eigentlich. Aber geht das wirklich auch, wenn man nur ganz wenig Zeit in das investiert? Also ich persönlich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du das einfach ein bisschen nebenbei mit einer Stunde am Abend noch nach dem Feierabend kannst machen. Kennst du einfach niemanden, der das einfach nebenbei macht und auch Erfolg hat? Ich muss mal so sagen, ich kenne ziemlich gar niemanden, außer bis auf ganz wenige, die überhaupt Erfolg haben mit dem. Ja. Ist es nicht ein bisschen unmoralisch, die noch probieren zu coachen? Ich bin überzeugt davon, dass das Business zu, ja, ich würde jetzt mal sogar sagen, 100% funktioniert. Wenn alles zusammenpasst, dann wirst du Erfolg haben mit dem. Und nein, darum finde ich es eigentlich überhaupt nicht unmoralisch. Du bist laut eigenen Angaben der erfolgreichste Dropshipper von der Schweiz. Aber was bedeutet das effektiv in Zahlen? Kannst du mir dort vielleicht mal ein paar zeigen? Es geht immer auf und ab, das ist einfach so. Es macht auch psychisch, muss man auch immer einiges mitmachen. Dem. Und wenn man jetzt schaut, also wenn wir jetzt mal sagen, vom 1. Dezember bis zum Tag heute, dann bin ich über eine halbe Million Umsatz, den ich gemacht habe. Ja. Für den Charbel ist es aufgegangen und auch bei den beiden Gründern von 3CC, Dominik und Giuseppe, scheint es richtig gut zu laufen. Sie fahren nicht Porsche, sondern McLaren. Und auch die Firma ist seit der Gründung Anfang 2022 stark gewachsen. Herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel. Für die, die es noch nicht wissen, wir haben bereits über 1500 Personen erfolgreich können ausbilden, um sich einen Online-Shop aufzubauen und sich somit ein Nebeneinkommen oder sogar ein Haupteinkommen können zu generieren. So viel zu dem, was sie uns vormachen in ihren Videos. Die Online-Bewertungen sind nämlich ziemlich frisiert. Das erste, was auffällt, ist, dass die Firma auf zwei Plattformen Bewertungen hat. Auf Google und auf Trustpilot.
Zweitens sind entweder 1 Stern oder 5 Sterne. Einige mit 5 Sternen haben auf beiden Plattformen den gleichen Namen. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass jemand so happy war mit dem Service, dass er gerade auf beiden Plattformen eine Bewertung hinterlassen hat. Aber ganz ehrlich, hast du das schon mal gemacht? Die dritte Auffälligkeit, das Rating von 3 CC-Studios, hat sich auf Google immer weiter verschlechtert. Frustrierte Kundinnen und Kunden haben negative Bewertungen abgegeben. Hauptkritikpunkte sind exzessive Werbung, hohe Preise und schlechter Support. Als Unternehmen kann man die eigenen Google-Bewertungen auch löschen, außer die bewertende Person kann beweisen, dass sie wirklich Kund oder Kundin war. So können sich Unternehmen vor ungerechtfertigten, schlechten Bewertungen schützen. 3CC hat sich viel Mühe gegeben, schlechte Kommentare zu löschen, so zum Beispiel auch der. Nach einem schweren Schicksalsschlag in meinem Leben haben sie noch das Gesicht, mich bis auf den letzten Rappen zu betreiben. Nach frühzeitigem Anliegen meiner Seite aus dem Vertrag frühzeitig zurückzutreten, haben sie tatsächlich das Gesicht, mich bis auf den letzten Rappen zu betreiben und mich in eine noch schlimmere Position zu bringen in meinem Leben. Auf das aber hat die Person im Namen von 3CC Post bekommen. Der Bewertende sei nicht bekannt, es bestehe keine Geschäftsbeziehung, der Inhalt sei diffamierend und schädigend fürs Geschäft. Tatsächlich hat die Person aber bei 3CC ein Package für 25'000 Franken gekauft. Der Vertrag liegt uns vor. Also wenn das keine Geschäftsbeziehung ist, dann weiss ich wirklich auch nicht. Und genau die gleiche Masche haben sie nochmal versucht, als schon wo die Geschäftsbeziehung bewiesen ist. Das wissen wir, weil wir die Löschungsanträge bekommen haben. Aber 3CC hat die negativen Bewertungen nicht aufhalten. Weil wenn man heute 3CC auf Google Maps sucht, kommt nichts. Weil vor einem Zeitchen haben sie die Media-Zeitungen über das Unternehmen berichtet und die Bewertungen sind komplett abgestürzt. Eine Quelle hat uns gesagt, dass sich die Firma aus Google Maps hat löschen. Wir können also keine Google-Bewertungen mehr abgeben. Wir haben allerdings seit Dezember alles dokumentiert. Aber für den Dominik Gossweiler ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Er hat sowieso vor allem mit dem Trustpilot-Rating geworben. Es hat auf Trustpilot aber noch einen Twist. Die haben nämlich einen guten Transparenz-Report. Da sieht man, dass es auf einen Schlag im Frühling mega viele positive Kommentare gegeben hat und dann fast keine mehr. Was man auch sieht, auf die negativen antwortet die Firma auch nie. Sie löscht sie einfach. Wir haben 3CC für ein Interview angefragt. Zuerst haben sie zugesagt und sich nachher aber entschieden, unsere Fragen nochmal schriftlich zu beantworten. Sie streiten ab, dass sie ihr Google-Profil wegen Medienbericht gelöscht haben. Sie seien in den letzten Wochen häufig das Ziel von negativen Bewertungen geworden. Laut ihnen von Leuten, die gar nie bei einem Kunden oder Kundin gesehen sind. 3CC gehe generell gegen Bewertungen vor, die nicht unter vollem Klarnamen erfolgen. Nur so können sie eine Kundenbeziehung nachweisen. Außerdem verweisen sie auf einen rechtlichen Rahmen von Google und Trustpilot, wo vorgebe, welche Kommentare okay sind und welche nicht. Warum auf beiden Plattformen genau gleichliche Kommentare stehen, liegt daran, dass sie ihre KundInnen dazu ermutigen, Feedback an verschiedenen Orten zu teilen. Ein weiterer Punkt, den viele Leute kritisiert haben, ist das Bewerbungsgespräch. Damit man nämlich bei 3CC einen Kurs machen kann, muss man sich zuerst bewerben. Wir wollen wissen, wie das abläuft. Ich selber kann das leider nicht machen, weil mich findet man mit einem Mausklick. Darum macht das der Produzent, der Fabian. Okay, dann Termin vereinbaren. Schnell war das Datum fix. Bis wir mit ihnen aber reden können, müssen wir ein paar Tage warten. Jetzt treffe ich zuerst Kai. Er hat so einen Kurs bei 3CC gekauft. Kannst du mir mal erzählen, wie bist du auf 3CC aufmerksam geworden? Vor allem durch Instagram, weil ich Insta in dieser Zeit sehr viel gebraucht habe. Und sie haben halt einfach so gesagt, so, ja, hier kannst du schnell dein Geld machen, kannst recht schnell einen Shop aufbauen, kannst sehr schnell Tausende von Franken machen. Und das ist eigentlich so das, was mich sozusagen motiviert hat, dort mich mal anzumelden und das Gespräch aufzusuchen. Wie war so der erste Eindruck? Was war das für ein Mensch, der dich dort in diesem Call empfangen hat? Der erste Eindruck war eigentlich so, der ist aufgestellt, der ist parat, der will mir helfen. Zuerst hat er so gefragt, was so meine Ziele damit sind. Also ich habe gesagt, dass ich selbstständig werden will, dann ist er voll auf das eingegangen. Mhm. Nachdem dass er mich so auch motiviert hat, in dem Sinn, das wirklich anzufangen, hat er mich eben so gefragt, so, ja, wie sieht deine finanzielle Situation im Moment aus, wie viel verdienst du? Und dann hat er gesagt, ja, das wären einfach 4'500 Stutz. Wir könnten das so machen, dass du einfach 150 Franken im Monat zahlst. Hat es mal einen Moment gegeben, wo du so ein schlechtes Gefühl bekommen hast? Ja, eigentlich geht es so, während dem Call, wo er die 4'500 Stutz erwähnt hat, ist so wirklich so für einen Blickmoment so, das ist extrem viel Geld. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wie zu viel Geld ist für einen Kurs. Und dann hast du recht gleich den Vertrag unterschrieben? Genau. Als du deinen Shop eigentlich eröffnet hast,
was ist denn dort abgegangen? Haben die Leute Sachen gekauft? Ich konnte den Shop eben nicht einmal aufschalten, weil ich zu wenig Geld hatte, für Shopify zu bezahlen. Okay. Also in dem Sinne ist mein Shop gar nie aufgegangen, ja, weil ich irgendwie keine finanzielle Möglichkeit hatte. Mhm. Sind das alles Kosten, wo vorher du darüber nicht informiert worden bist, dass die auf dich zukommen? Das war nie ein Thema, bis ich Zugriff zu den Kursen hatte und es im Video erwähnt wurde. Und die Videos, wie hast du die so gefunden? Hast du die lehrreich gefunden? Es sind eigentlich grundsätzlich ganz basic Informationen, die du überall sonst auch findest. Am Ende hat es mir gar nichts gebracht, außer Geld zu verlieren. Was hat das mit dir so persönlich gemacht? Mir hat es eigentlich vor allem Stress hineingebracht. So von wegen, dass ich nicht genug Geld habe, für das eigentlich zu zahlen. Mhm. Und ich bin dann auch in Schulden abgerutscht. Was war das für ein Gefühl gewesen? So 18 sein und gerade 4.500 Schulden? Ziemlich deftig. So im Sinne von, irgendwie habe ich mir gefühlt nichts mehr leisten. Es war sehr belastend und ich habe mich auch ein bisschen hintergangen gefühlt. Hast du da ein bisschen Vorwürfe gemacht? Ich meine, es ist schon ein bisschen naiv, zu denken, so, ja, ja, so einfach ist es und dann ist man reich und dann ist man von Mallorca aus dem Strand am Arbeiten. Komplett naiv, also wirklich vollgas naiv. Die 3CC schreibt uns, sie dürfen ihre Teilnehmenden mehrmals darauf hinweisen, dass sie alle Videos und Infos auf ihrer Webseite sollen anschauen sollen, damit sie wissen, was für zusätzliche Kosten könnten anfallen. Die Dienstleistung würde im Beratungsgespräch im Detail besprochen werden. Der Preis sei nicht vor dem Telefongespräch bekannt, da man sich sonst könnte auf ein Angebot festlegen, das gar nicht zu einem passe. Wie Zahlungsproblem seien sie kulant und suchen immer das Gespräch mit den Kundinnen. Ein weiterer Grund, wieso sich Leute immer noch anmelden, ist Werbung. Und zwar nicht wenig Werbung, richtig viel Werbung. Wie beim Dropshipping gilt, dein Produkt will gefunden werden. Und einige melden sich wahrscheinlich an, wegen dem, was 3CC verspricht. Du wirst von unserem 40-köpfigen Team an die Hand genommen. Du hast wöchentlich Calls und deine Fragen werden jeden Tag beantwortet, damit du so schnell Führerschein kommst wie eine Rakete auf der Startrampe. Und darum haben wir mit Abstand die meisten Erfolgsgeschichten und tausende von Ergebnissen, die wir vorweisen können. Weil wenn dein Onlineshop mal Fahrt aufnimmt, dann sind deine anfänglichen Wünsche plötzlich in greifbarer Nähe. Hey, da spielt Musik. Hey, da spielt Musik. Eine wichtige Rolle spielt auch das Verkaufsgespräch, weil das läuft nach einem fixen Drehbuch ab. Und genau das Drehbuch haben wir bekommen. Das offizielle Verkaufsskript von 3CC. Und dort steht Spannendes drin. Es ist eigentlich eine Anleitung zur Manipulation. Und man muss auch sagen, es wird recht Druck gemacht. Hier steht zum Beispiel, das heisst, von 10 Leuten rühre ich meistens 9 Leute wieder raus, nicht weil ich ein Assi-Typ bin oder so, verstehe mich nicht falsch. Also man kann sagen, sie suggerieren, dass es eine begrenzte Anzahl Plätze hat. Abgesehen vom Preis unterscheidet sich die Angebote auch durch das, wie lange dass man Zugriff hat auf die Facebook-Gruppe oder an wie vielen Calls dass man dabei sein kann. Und hier erfahrt man auch das erste Mal, wie teuer das Ganze ist. Und das ist krass. Zwischen 4.500 und 25.000 Franken ist alles mit dabei. Und bei diesen Packages sagen sie auch noch gerade, wie viel das man kann verdienen kann. Zum Beispiel beim ersten, beim Builder, sagen sie, man könne 1 bis 2.000 nebenbei verdienen. Auch sehr schön ist der Teil, falls kein Abschluss oder Zickereien. Also falls der Kunde oder die Kundin nicht direkt unterschreiben will. Dann wird gesagt, man könne keinen Platz reservieren oder jemand anderes könne nicht anfangen. Dass das nicht sein kann, zeigt schon der Blick in die Arbeitsverträge der 3CC-Verkäufer und Verkäuferinnen. Sie müssen nämlich pro Monat mindestens 100'000 Franken Umsatz generieren. Das bedeutet, sie müssen etwa 200 Mal das billigste Package für 5'000 Franken verkaufen. In meinem ersten Gespräch mit 3CC haben sie von mir wissen, wie viel Geld ich investieren möchte. 15'000 Startkapital, habe ich gesagt. Sie wollten auch wissen, was ich erreichen möchte und ob ich vielleicht unzufrieden bin momentan. Jetzt doch noch, he? 5 absolut an. Ja, hallo? Guten Morgen, Michael. Hier ist Manuel von eConverse. Ich bin für die Auswahl der Kursteilnehmer zuständig. In den ersten 45 Minuten bin ich recht zugetextet worden. Viel Neues habe ich nicht erfahren, was ich nicht schon aus Videos gewusst habe. Dann ist es endlich ums Geld gegangen. Die erste Stufe, das der Builder, geht 3 Monate lang. Die Stufe ist bei Lehrlingen beliebt, weil sie kostengünstig ist. Das ist für Leute, die das neben dem Job machen wollen. Das kostet 4.900 Franken. Bei der dritten Stufe hat er mir gerade erzählt, wie viel ich den verdienen würde. Genau wie im Verkaufsskript. Da könnte man ungefähr 6.000 bis 9.000 Franken im Monat verdienen. Und der Kostenpunkt, da sind wir dann bei 15.000 Franken. Wow, okay. Puh,
Schon noch viel. Welche Stufe sagt dir am ehesten zu, mal ohne an die Kosten zu denken? Unabhängig vom Preis, ist auch noch schwierig, unabhängig vom Preis, das zu sagen. Mit 15.000 Stutz, wenn es 4.900 kostet, hast du gesagt, dann ist echt schon... Jetzt denk mal nicht an die Kosten. Okay, wir lassen den Preis weg. Aber schon noch schwierig, ohne Preis so unternehmerisch zu denken. Ich habe trotzdem gesagt, ich sehe mich am ehesten in der ersten Stufe. Ehrlich gesagt, ich schätze dich ganz anders ein. Eher bei der dritten Stufe. Also die Stufe, die 15.000 Franken kostet. Mein gesamtes Startkapital. Dritte Stufe? Puh. Schlussendlich entscheidest du. Aber du wirkst kompetent, wirkst motiviert und ehrgeizig. Daher macht die erste Stufe wenig Sinn. Es ist noch ein paar Mal hin und her gegangen. Am Schluss habe ich auf die zweite Stufe für fast 8.000 Franken eingewilligt. Nachdem sie geschaut haben, ob wir zahlen können, geht es recht schnell. Wir bekommen ein E-Mail mit dem Vertrag. Zum Unterschreiben muss ich jetzt auch hier reinklicken, oder was? Genau. Wir wissen aus vielen Recherchengesprächen, dass die AGBs fast nie ein Thema sind. Dabei wären sie mega wichtig. Vor allem wegen der Storno-Bedingungen. Auf vielen alten Verträgen hat es nicht mal die AGBs angehängt und es hat auch keinen Hinweis. Bei unserer Version hat es immerhin einen. Das ist das alles, oder? Wie meinst du? Ja, das ist echt alles, was ich wissen muss, oder? Oder gibt es noch irgendwie, weißt du, AGBs oder was weiß ich? AGBs. Was das einzig Wichtige für dich ist, du darfst keine eigene Weiterbildung anbieten und das Kursangebot nur für dich benutzen. Ah, okay. Da steht, wenn ich innerhalb von 24 Stunden kündige, das ist ja schon noch wichtig, he? Storno-Gebühr 15%. Wenn wir nach 7 Tagen schon nicht, dann schon 30%. Puh, das ist ja schon noch happig, hey. Das ist noch viel. Er kennt die Storno-Bedingungen halt nicht auswendig, sagt er mir noch. Aus diesem Gespräch herausgekommen, ist gar nicht so einfach gewesen. Ich habe immer gesagt, ich brauche noch Bedenkzeit. Er hat nur etwa 10 Minuten lang probiert, mich zu einem schnelleren Entscheid zu bewegen. Okay, danke. Ciao. Er ist weg. Eieiei. Oi. Ich jetzt mit dem habe ich wie so ein bisschen einen Überblick gehabt. Ja. Aber wenn du das nicht vor dir hast, dann hast du keine Chance. Am Schluss bin ich selber überrascht gewesen, wie schnell man das fucking Dokument unterschrieben hat. Ah, du hattest nur... Eben, es hat nur noch einen Mausklick gehabt. Wir waren einen Mausklick vor Unterschrift gewesen. Jetzt nimmt mich natürlich Wunder, ob das Ganze eigentlich immer so abläuft. Was wir jetzt brauchen, ist eine Person, die über lange Zeit in die Firma hineinschauen konnte. Und genau so eine Person haben wir gefunden. Weil der aber krasse Konsequenzen droht, zeigt sie sich anonym. Es werden ja verschiedene Packages angeboten. Lohnt es sich wirklich, eins für 25.000 Franken zu kaufen? Nein. Nicht? Nein, ich muss sagen, den Bilder, wenn jemand wirklich Bock hatte, habe ich nicht mal ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil ich finde, du lernst eigentlich alles, was du brauchst. Dann im Scale, ja, hast du halt doppelt so lange Support. Aber was ist der Support? Ja, was ist der Support? Ja, wir haben schon Feedback gehabt, dass wenn man Shopify direkt um Hilfe fragt, kommt man schneller voran, als wenn man auf E-Commerce wartet. Das zweitgünstigste Package, das man kaufen kann, ist der Scale. Kostet 7.500. Und es wird so versprochen, man macht so 2 bis 2.500 im Monat. Was ist das für ein Versprechen? Was ist das für eine Zahl? Wie sind wir auf die gekommen? Intern nennen wir das Fugazi-Versprechen. Es gibt keinen Durchschnitt. Wir haben den Durchschnitt noch nie gemessen. Der ist nie gewertet worden. Es wird einfach gemacht, um die Menschen einfacher reinpsychen können. So wie wir es intern sagen. Und das sagen dir auch intern, das ist gar ist kein Geheimnis. Reindauern? Ja. Nein, das ist allen bewusst. Ja, das ist intern. Also das ist der Insider dort rein. Psychen wir die Leute rein. Es wird immer von Innenpsyche geredet, von Verkaufspsychologie, Psychologie dort. Wie verläuft so ein Verkaufsgespräch? Kannst du mir von dem erzählen? Wir probieren so viele Informationen wie möglich herauszufinden, um einen Menschen zum Kaufen zu bringen. Natürlich ist es unser Ziel immer, dass gekauft wird, so viel wie es nur geht. Das heisst, wir haben verschiedene Möglichkeiten, günstigere, aber auch teurere. Das Ziel ist immer, teurere zu verkaufen. Beim Verkaufskript steht ja auch, dass es wie begrenzte Plätze hat. Gibt es wirklich begrenzte Plätze? Nein. Nicht? Nein, es gibt keine begrenzten Plätze. Das ist eine komplette Lüge. Das ist auch wieder eine Verkaufspsychologie. Mangel an Platz oder eine Möglichkeit geben den Leuten Druck, ich muss das machen, bevor ich keinen Platz mehr habe. Wir haben diesen Leuten damit sogar gratuliert. Du hast den Platz. Dabei hat man das bei jedem gemacht, der zahlen will. Ist eine komplette Frechheit.
Unsere Frage, ob es eine maximale Anzahl Kursteilnehmer innen gibt, wird von 3CC nicht beantwortet. Sie schreiben uns nur, dass keine künstliche Verknappung stattfände. Weiter schreiben sie, dass der Qualitätsstandard vom Support jederzeit gäsig ist. Sie distanzieren sich auch von Gewinnversprechen, da Erfolg von Zeit, Energie, Disziplin und Durchhaltewillen abhängig sind. Die Angaben, wie viel wir verdienen können, basieren auf Erfahrungswert von ehemaligen KundInnen. Was nicht vorkommt oder was ich nicht gesehen habe in diesem Verkaufsskript, sind so die AGBs. Was läuft dort? Die AGBs hat schon Momente gegeben, wo wir es gar nicht angesprochen haben. Wenn der Kunde nicht eine Seite ab ist, hat er es auch nicht gesehen. Dabei hat es schon einzelne Punkte, wo man gut oder sehr gut darauf achten müsste. Zum Beispiel extrem hohe Stornogebühren. Genau. Der Vertrag ist eigentlich auch noch speziell, also die Unterzeichnung des Vertrags. Mhm. Das braucht ja nur ein paar wenige Mausklicks und genau. Das unterschrieben. Korrekt. Wieso wird das so gemacht? Es ist einfacher, ist schneller, man überlegt weniger. Wie du gesagt hast, 3 Klicks und man macht einen Umsatz von 4.500 bis 25.000 Franken. Ist dann auch gejubelt worden und so, ja. Yeah. Also. Eine Art wie auch so, Mann, wir haben erwischt oder so. Also nach jedem Close ist man rumgesprungen, rumgesungen, Musik laut gemacht, während andere aber noch im Gespräch waren. Und dann sind alle weggerannt, irgendwo im Büro sich verstecken, um das Gespräch ruhig weiterzuführen. Das heisst, sobald wir Tui Boom gehört haben, der Dudum macht, sind alle weggerannt, außer derjenigen, der am Feier war oder diejenigen, die halt nicht im Gespräch waren. Kann man eigentlich auch sagen, die werden ein bisschen manipuliert, die Leute? Absolut, so wie die Mitarbeiter aber auch. Wie werden die Mitarbeiter manipuliert? Die Mitarbeiter werden in dem Sinn manipuliert, hey, ihr seid alle da zum Geld machen, macht so viel Geld, wie es nur geht. Wenn man wenig Geld macht, wird man nur angefickt. Es hat Kündigungen gegeben, wegen Leuten, die zu wenig Umsatz gemacht haben. Uns sind Sachen versprochen worden, wie wenn wir so und so viel Umsatz erzielen, bekommen wir eine Rolex. Die eine Führungskraft ist gekommen und hat gesagt, gehen wir Leasingpreise anschauen bei Porsche. Ich kenne da so einen Bre. Wenn du es gut machst, würde ich die erste Leasingrate übernehmen. Also wirklich leere Versprechen. Ich könnte ein Buch darüber schreiben. Wie viel Umsatz muss gemacht werden? 100 bis 200'000 Franken Umsatz wird verlangt, laut dem Arbeitsvertrag. Und ist das etwas realistisch, das realistische Ziel? Ja. Ja, extrem. Wie viel Umsatz ist so in dieser Firma gemacht worden, in den Jahren, die es jetzt gibt? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir aktuell zwischen 31 und 34 Millionen Umsatz generiert haben. Das müssen ja immense Mengen an so Packages verkauft worden sein. Absolut. Wie gesagt, es hat viele Tage, wo wir von morgen um 9 Uhr bis am Abend, also ich habe bis um 12 Uhr in der Nacht geblieben bin, wo mein Kalender voll war mit Terminen. Zu den AGBs schreibt 3CC, dass in Gesprächen explizit auf das hingewiesen werde. Seit Juni 2023 sind jetzt auch unten an den Vertrag angehängt. Der Vertrag wird erst nach reiflicher Überlegung und Durchsicht unterschrieben. Warum 3CC so kurze Storno-Zeiten und hohe Gebühren haben, sagen sie uns nicht. Storno-Möglichkeiten haben sie aber eingeführt, obwohl sie das per Gesetz gar nicht müssten. Als Start-up, das für Innovation stöche, nutzen wir E-Signing, schreibt uns 3CC. Sie haben bisher nur positives Feedback bekommen. Mit Provisionen will 3CC erreichen, dass ihre BeraterInnen ein gutes Verhältnis zu potenziellen Kunden aufbauen können. Wie das mit einem knappen Platzangebot zusammen funktioniert, gehen sie nicht näher darauf ein. Wie eine zweite Familie, die nach ihrem Unternehmenswert gestaltet sind. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Loyalität und Freude. So beschreibt 3CC ihr Arbeitsklima. Hast du ein schlechtes Gewissen? Absolut. Viel schlaflose Nächte gehabt, Leute hören brüllen. Genau. Wann ist so der Moment gekommen bei dir, wo du so gefunden hast, man, ich kann es irgendwie nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren? Mein Onkel ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du schaffst ja da. Ich habe mich da angemeldet, schau bitte, dass ich mit dir das Gespräch habe. Ab dem Punkt habe ich gesagt, nein, ich bin out. Näher als bis vor das Büro sind wir der 3CC Group leider nicht gekommen. Auf Social Media zeigen sich Gründer, wie sie im Geld baden, das sicher auch dank der Kurs. Und während einige auch gute Erfahrungen gemacht haben mit diesen Kurs, sind andere in die Schulden gefallen. Haben sich durch manipulative Verkaufstechniken in einen Vertrag reinschnurren und haben vielleicht nicht mal einen Tag ihren Shop online gehabt. Diese Recherche war sehr aufwendig und eine andere Recherche, die auch sehr aufwendig war, findest du hier oben. Es geht nämlich darum, wieso die Schweizer Polizei Gummischrot einsetzt. Und um nicht noch mehr zu verpassen von SRF Impact, abonniere uns auf diesem Kanal.